5 Fehler, die du auf keinen Fall jetzt machen solltest, wenn du ein neues Fahrrad oder E-Bike ausprobieren möchtest. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Markus, Gründer von Fahrgeschäft Fitbikes, und ich möchte dir hier 5 wichtige Tipps mitgeben, die du jetzt auf jeden Fall berücksichtigen solltest, wenn du auf der Suche nach einem neuen Rad bist. Jetzt heißt Oktober 22, besondere Zeiten. Oktober ist eigentlich normal, eine sehr, sehr gute Zeit, um ein Fahrrad zu kaufen. Ist auch jetzt eine sehr, sehr gute Zeit, um ein Fahrrad zu kaufen, denn wir sind vor dem Winter. Normalerweise haben wir jetzt die volle Auswahl bei den Fahrradhändlern oder Herstellern. Es ist super entspannt, weil einfach die Fahrgeschäfte jetzt viel weniger los ist. Und du hast aber auch noch Zeit, bis sozusagen die neue Saison startet. Also Oktober, November, Dezember ist ein perfekter Zeitraum, um dich mit dem Thema zu beschäftigen. Warum ist der Zeitraum jetzt besonders perfekt? Wir haben eine ganz besondere Situation, die ich so in den letzten 20 Jahren noch nie erlebt habe. Letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr war alles vergriffen an Fahrrädern und jetzt ist alles da und auch geliefert worden aus den letzten 2 Jahren. Das heißt, wir haben momentan sehr viel Ware im Markt und das Ganze vor dem Winter und auch sagen kurz vor der Saison 2023. Und das heißt, dass die Händler Druck haben und es jetzt sein kann, dass viele Angebote, Schnäppchen, Rabatte draußen sind. Und jetzt kannst du einen fatalen Fehler machen. Nämlich, dass du dann aufhörst zu denken und dir einfach das Rad mit dem meisten Rabatt aussuchst oder mit dem größtmöglichen Rabatt, 20-30%, keine Ahnung. Lass uns kurz eine Rechnung machen. Du hast jetzt hier vielleicht irgendwie 2 Fahrräder. Das eine Fahrrad passt so halb, hat aber einen großen Rabatt. Das andere Fahrrad passt perfekt, mega, hat aber keinen Rabatt. Und du kaufst dir das Rad mit dem maximalen Rabatt, um mal was zu sparen. Und mit diesem Rad fährst du aber dann nicht. Es steht nur in der Garage, weil es eben doch nicht 100% passt, weil es vielleicht die falsche Rahmengröße hat, weil es vielleicht die falsche Ausstattung hat. Es gibt auf jeden Fall Gründe, dass dieses Rad keinen Spaß macht und nur in der Garage steht. Und dann ist es ein teures Rad gewesen, auch wenn es vielleicht beim Kauf günstiger war als das andere, besser passendere Fahrrad. Ich sage nicht, dass du kein Rad mit Rabatt kaufen solltest. Ja, wenn es ein perfekt passendes Rad für dich gibt, mit einem günstigen Preis, go for it. Das ist dann dein Ding, ja, dein Rad. Aber man muss extrem aufpassen, dass man sich jetzt nicht von irgendwelchen Rabattschlachten und so hier irgendwie den Blick verschwimmen lässt. Ja, und das ist sozusagen der größte Fehler oder einer der wichtigsten, der schlimmsten Fehler, die du machen kannst, wenn du jetzt sozusagen dir ein neues Fahrrad aussuchst. Ah ja, Oktober, da habe ich ja noch Zeit, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, ewig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die Zeit verrennt einfach so schnell. Und 6 Monate sind im Fahrradbereich momentan gar nichts, was Lieferzeiten angeht. Natürlich habe ich vorhin gesagt, dass momentan viele Fahrräder lagernd da sind. Das heißt, wenn du sozusagen ein Rad beim Händler findest, was lagernd ist, auf jeden Fall, dann ist die Lieferzeit sehr kurz. Aber wir haben ja gesagt, wir müssen auch das perfekt passende Fahrrad für dich finden. Ne? Und dann kann es auch wieder sein, dass es bestellt werden muss oder vielleicht in der Order 2023 drin ist. Und dann kann es wieder ein bisschen länger dauern. Deswegen auf keinen Fall auf den Februar, März, April warten. Da ist es super voll in den Läden. Da hast du keine Vorlaufzeit mehr. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du einfach noch super entspannt dir das passende Fahrrad aussuchen kannst. Werden wir spezifischer. Bitte, ich sehe es immer wieder, lass die Akkugröße nicht so eine große Prio im Kauf. Ja, mittlerweile haben wir Fahrräder mit 2 Akkus, mit 750 Wattstunden, 800, 900. Aber die Akkugröße, die Tankgröße ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du das richtige Rad für deinen Einsatzzweck hast. Und da muss man sich auch anschauen, wie viel Tank, wie viel Akku brauche ich. Aber momentan haben wir so einen Run nach schneller, größer, besser. Umso größer der Akku, umso besser. Von da aber, das schränkt die Auswahl extrem ein und macht bei den 90% der Fahrräder überhaupt keinen Sinn. Deswegen bitte lass die Akkugröße nur einen kleinen Teil in deiner Auswahlkriterien werden. Ein weiterer Tipp, der eigentlich universell ist, ist, hör nicht auf den Nachbarn, Arbeitskollegen, Oma, Opa, wie auch immer. Ja? Der Fahrradmarkt wird immer diverser. Es gibt wirklich für jeden Wunsch, für jeden Einsatzzweck das perfekt passende Fahrrad. Dieses Rad hat einen völlig anderen Einsatzzweck als dieses Rad. Das Problem ist, wenn du deinen Nachbarn fragst oder Nachbarin fragst und die hat vielleicht dieses Rad, dann ist ihr Anspruch auch ein anderer als deiner. Und deswegen ist es wichtig, dass es um deinen Anspruch geht, um deine Wünsche, um deine Bedürfnisse, um deinen gedachten Einsatzzweck. Und da sollte man hier vielleicht die Tipps der Nachbarn
oder des Freundeskreises einfach Tipps sein lassen. Aber wichtiger wirklich noch, dass du dir ein Fahrgeschäft aussuchst, dem du vertraust, wo du ein gutes Gefühl hast, wo du auch im Nachhinein hingehen kannst, wenn etwas nicht funktioniert. Ja? Von daher, mein Tipp als Fahrradhändler, ich weiß, hört sich komisch an, such dir einen guten Fahrradladen, dem du vertraust. Das darf gerne auch ein Fitbike-Laden sein, wo ihr dann gemeinsam das perfekt passende Fahrrad für dich raussucht und wir auch im Nachhinein für dich da sind, wenn etwas nicht funktioniert. Fahrradbranche ist ja sozusagen eine Boombranche gerade und das sehen auch ganz, ganz viele andere, die jetzt in diese Boombranche rein wollen mit teilweise ganz abstrusen, trendigen, flippigen Konzepten. Hier mein Tipp, schaut sehr genau, ob das jetzt hier nur ein Hersteller ist oder ein Anbieter ist, der jetzt ganz neu auf dem Markt ist, ob ihr wirklich sozusagen diesem Trend folgen wollt. Wir haben so ein paar Konzepte auf dem Markt, die sind cool, ja, eine Handy-App oder ein Fahrrad, was mega smart ist, aber dafür ist da keine Federung, kein ergonomisches Einstellen möglich. Also es kann eigentlich gar nicht auf längere Strecke Spaß machen, Sinn machen, weil es überhaupt nicht auf den Fahrer individuell eingestellt werden kann. Und hier ist sozusagen mein Tipp, hier eher zu schauen, dass es zum Körper passt, zum Einsatzzweck passt, anstatt sozusagen die digitalen Features oder den Trend oder irgendwas Modernes dort walten zu lassen. Am Ende des Tages ist ein Fahrrad dann sinnvoll gewesen oder der Kauf sinnvoll gewesen, wenn du mit dem Ding viele Kilometer fährst, viel Spaß hast, viel Freude hast und ein fettes Grinsen hast. Und, also wenn du Fahrrad fährst. Und das ist unser Ziel. Also wenn du auf der Suche nach einem neuen Fahrrad bist, dann kümmere dich jetzt um dein Fahrrad und du kannst ganz gerne bei uns mit Fitbikes gemeinsam machen. Was machen wir? Wir schauen uns gemeinsam an, nach einem definierten Auswahlprozess, wie willst du dein Fahrrad nutzen? Wie willst du es einsetzen? Was für körperliche Gegebenheiten gibt es? Wir messen dich einmal komplett dreidimensional aus, um dann ein Fahrrad auch auf dich einstellen zu können. Dann gibt es verschiedene Fahrräder zur Auswahl. Die kann man dann probefahren, ausprobieren, testen. Dann bestellen wir das perfekt passende Fahrrad oder wir haben es auf Lager. Und dann kannst du, wenn du es abholst, noch 4 Wochen, ja, das komplett in deinem natürlichen Lebensraum, auf dem Weg zur Arbeit oder in den Bergen oder wie auch immer du mit dem Fahrrad vorhast, testen. Warum machen wir das? Weil wir wirklich wollen, dass du mit deinem Rad einfach eine Menge Spaß machst. Und es ist einfach nicht so einfach. Ja? Weil einfach ein Fahrrad, ich habe viel einfach gesagt, aber ein Fahrrad ist simpel, könnte man meinen, aber es kann auch sehr schnell Schmerzen bereiten, es kann keinen Spaß machen, ich stehe nur in der Garage und genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen, dass du ganz, 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 ganz viel mit deinem Fahrrad fährst und wenn du fährst, ein fettes Grinsen auf dem Gesicht hast, weil es so viel Spaß macht. Das ist unser Ziel und wir laden dich gerne ein, das gemeinsam zu machen. Einmal auf der Homepage auf www.fitbikes.de einen Termin auszumachen im Standort deiner Nähe und lass uns gemeinsam dein perfektes Fahrrad suchen und mach nicht die Fehler, die ich vorhin gesagt habe. Unter dem Video haben wir eine Kommentarfunktion. Schreib gerne rein, auf was für Erfahrungen du gemacht hast. Vielleicht hast du ja auch einen anderen Fehler gemacht, wo du andere davor warnen willst. Mach das gerne unten in dem Video, in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.